Hallo, herzlich willkommen zum Video Lautsprecher Selbstbau und der Frage, lohnt sich das für mich? Mein Name ist Peter Strassacker. Ich freue mich, dass ihr das Video eingeschaltet habt und dass ihr bei dem Thema dabei sein wollt. So, warum sollte man nun einen Lautsprecher selbst bauen? Mir fallen dazu drei Gründe ein. Der erste Grund, weil einem die praktische Arbeit einfach Spaß macht, weil man neben sonstigen Tätigkeiten einfach irgendetwas Praktisches machen will und etwas erzeugen will. Der zweite Grund, weil man einen sehr, sehr hochwertigen Lautsprecher bekommen will. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die sich sehr teure Lautsprecher im fünfstelligen Preisbereich, also über 10.000 Euro, gekauft haben und hinterher sich überlegt haben, ist das nun alles? Die haben dann zum Teil auch dann einen Lautsprecher selbst gebaut, haben das Gehäuse zum Teil durch einen Möbelschreiner fertigen lassen und waren dann hinterher sehr zufrieden über das Ergebnis. Der dritte Grund, der mir einfällt, ist, dass man vom Design her oder von der Funktionalität etwas haben möchte, was es sonst nicht gibt. Von der Funktionalität beispielsweise, wenn ich einen Raum habe, wo ich nirgends Lautsprecher sehen will und ich aber dennoch tiefe Töne liebe, wäre es zum Beispiel denkbar, dass ich unter einem Sofa einen sehr, sehr flachen Subwoofer konstruiere, so dass dieser nicht auffällt und dennoch richtig Bass erzeugt. Falls euch das auch dann interessiert, würde ich euch gerne vorstellen, in welchen Schritten man einen Lautsprecher konstruiert und aus was Teilen das besteht. Das Schwierigste wahrscheinlich ist die Erstellung des Gehäuses. Auch mit etwas Arbeit verbunden ist die Erstellung der Frequenzweiche und anschließend kommt ja dann irgendwann auch der Zusammenbau von allem. Ich fange jetzt mal beim Gehäuse an. Das Gehäuse kann man, wenn man ein bisschen geschickt ist und mit Holz bereits gearbeitet hat, denke ich, gut selbst erstellen. Falls man mit Holz nicht geübt ist, kann man einen Freund fragen oder auch das Gehäuse durch einen Möbelschreiner fertigen lassen. Wenn man es selbst macht, wäre vielleicht zu beachten, dass man als erstes Gehäuse für das erste Gehäuse kein Stäbchen verleiht, das Hartholz verwendet, weil bei kleinsten Fehlern ist dies sehr undankbar und dass man sich überlegt, ob man ein Gehäuse fertigt, das hinterher zu lackieren ist, weil eine einigermaßen sauber aussehende Lackierung ist auch mit einigem Aufwand verbunden. Alternativen dazu ist die Verwendung von Holz, dessen Maserung man dann sehen kann, beispielsweise Multiplexholz, das ist dieses schichtverleimte Holz, wo lauter 1 bis 2 mm dicke Schichten kreuzweise verleimt sind. Das ist recht gutmütig und wenn man dann das Gehäuse zusammengefügt hat und es vielleicht noch ein bisschen versiegeln will, eignet sich dafür etwas Öl oder auch ein Klarlack, der sich relativ einfach und ohne Probleme auftragen lässt. Der nächste Schritt wäre dann die Frequenzweiche. Wenn man da noch wenig Erfahrung hat, wäre eine einfache Möglichkeit, man nimmt einen Träger, das kann eine Holzplatte sein, das kann aber auch eine Leiterplatte sein, mit Kaschierung oder auch ohne Kaschierung, wir nennen das dann oft Rasterplatte, und ordnet da die Bauelemente so an, wie es im Bauplan vorgeschlagen ist. Die Richtung der Bauelemente, wie rum man sie anordnet, spielt keine Rolle, da alle Bauelemente für den Lautsprecherbau unipolar sind. Das heißt, es spielt eben keine Rolle, ob sie in einer Richtung oder genau 180 Grad andersrum eingebaut werden. Wenn man nun immer noch unsicher ist und sagt, oh, ob ich diese Verkabelung richtig hinbekomme, dann schlage ich folgendes Vorgehen vor, dass man sich den Schaltplan hernimmt und immer schaut, welche
Bauelemente sind, miteinander zu verbinden und zeichnet um diese Bauelemente oder diese Anschlüsse jeweils ein rotes Viereck oder einen roten Kreis. Dann sieht man, wie viele Bauelemente an dieser Kontaktstelle zusammenzufügen sind und vergleicht es dann mit dem Holzbrettchen oder Leiterplatte, ob man dort an dieser gleichen Stelle, wo die Bauelemente aufeinandertreffen, auch die gleiche Anzahl an Bauelementen zusammengefügt hat. So kommt man eigentlich relativ gut hin und schafft eine Frequenzweiche richtig aufzubauen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit. Falls das dann gelungen ist, kommt der Zusammenbau. Dazu fügt man die Frequenzweiche in der Regel in das Gehäuse ein. Interessant ist ja vielleicht auch noch zu sagen, dass die Frequenzweiche nur so groß sein sollte, dass man sie beim Zusammenbau dann auch tatsächlich beispielsweise durch die Öffnung eines Lautsprechers einfügen kann. Manche Leute machen es auch anders und reservieren von unten im Boden einen Platz, wo man die Frequenzweiche dann platziert. Und wenn sie dann auf dem Boden steht, sieht man die Frequenzweiche dann auch nicht. Also die Frequenzweiche wird dann eingebaut, wird vorher noch mit den Lautsprechern verkabelt. Die Frequenzweiche wird natürlich auch im Anschlussterminal verkabelt. Alles wird eingebaut, Dämmmaterial kommt hinzu und dann ist der Lautsprecher dann relativ schnell fertig. Und ich wünsche viel Vergnügen damit. Falls es dazu Fragen gibt, freue ich mich über Kommentare. Falls es Ideen gibt, was wir vielleicht im Video noch intensiver beschreiben sollten, freue ich mich auch darüber. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche alles Gute. Tschüss!